Da kann man echt ein Trinkspiel machen. Also der sagt safe so 200 Mal in dem Film. Ah ja, ah ja. Ich habe mir Red Sonja angeschaut von 1985. Regie Richard Fleischer mit Brigitte Nielsen, Arnold Schwarzenegger, dem Nazi von Jäger des verlorenen Schatzes, der die Brandwunde von der Medaille in der Hand hat. Produziert von Dino De Laurentiis. Film fängt an mit einer Exposition mit Text. Und gleich im Anschluss eine Exposition mit einer, ja, ich hab mir aufgenotiert, Expositionsfee. So eine Frau oder eine Priesterin oder was, die nochmal Enfield Exposition ihren anderen Priesterinnen gibt, die das aber eigentlich alles wissen müssten. Die Musik von Ennio Morricone hat mich erstaunt. Also der Film ist nicht so gut. Deswegen hat es mich gewundert, dass Morricone da die Musik gemacht hat. Es gibt relativ am Anfang eine Szene mit Priesterinnen, die jeder hat ein Schwert und die müssen die so an ausgestreckten Armen halten und in die Mitte auf so einen Altar deuten. Und man merkt schon bei den Dreharbeiten, die Leute konnten nicht stundenlang mit ausgestreckten Armen dieses Schwert halten. Das sieht man, wenn man im Hintergrund schaut, wie die suffern. Kostüme waren nicht so gut. Gefühlt jeder hatte so seinen eigenen Style, irgendwie einen Feuerwehrhelm oder whatever, irgendein Polizeihelm mit einem gigantischen Aufbau mit Federn und künstlichen Haaren und irgendwelchen komischen Formen. Es hat billig gewirkt, total. Ja, am übertriebensten war das Kostüm von dem Meister von Red Sonja. War auch ein seltsames Verhältnis. Einerseits war sie so überrespektvoll. Aber andererseits gibt es dann eine Szene, wo ich weiß schon gar nicht mehr, was da war. Aber jedenfalls sagt er was und sie so soll quasi das Maul halten. Das war echt weird. Die Kulissen, die Außenkulissen sind teilweise richtig beeindruckend. So riesige Steinskulpturen. Ja, der Eingang zu diesem Tempel mit dieser riesigen Tür, die man so wegrollen kann. Das war echt gut. Da wurde sich echt Mühe gegeben. Aber die schauspielerischen Leistungen waren durchweg schlecht. Bis auf vielleicht die von diesem jungen Prinz Lahm und dem Sidekick von dem. Die waren ganz in Ordnung. Und auch Ronald Lacey, dieser Nazi aus Raiders of the Lost Ark, der war auch in Ordnung. Aber Brigitte Nielsen, nicht so gut. Am schlechtesten ist diese böse Königin. Das ist wirklich unglaublich. Warum wurde die gecastet? Die Dialoge sind total weird. Kein einziger Satz kauft man dieser Figur irgendwie ab. Alles ist so richtig umständlich geschrieben und richtig flach. Und ja, weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Keine guten Dialoge. Die Schwertkämpfe sind nicht so top, aber immer wenn jemand getroffen wird, dann gibt es einen richtigen Bluteffekt. Das ist schon cool. Die Frisur von Red Sonja ist auch mega lächerlich. So eine endoffensichtliche Perücke und die Frisur ist halt so ein Fukuhila. Hier ist alles so kürzer und ab da wird es dann länger. Sieht sehr, sehr seltsam aus. Eine Kulisse ist so ein Raum voller Kerzen. Das fand ich beeindruckend. Das Haustier von der bösen Königin, diese Spinne, dieses Prop dazu, dieser Special Effect, fand ich irgendwie lustig. Total fake. Und der Schauspieler von Prinz Lahm kam mir irgendwie bekannt vor. Wahrscheinlich von Turtles 2 aus den 90ern. Wie heißt das nochmal? Irgendwie The Secret of the Ooze oder so. Aber er hat auch so eine Nebenrolle bei Kingdom of Crystal Skull. Oh, wieder Indiana Jones. Interessante Connection. Mir sind auch Parallelen aufgefallen zu Temple of Doom. Also. Was alles. Ja gut, einmal der kleine asiatische Junge, der so als Sidekick vom Helden fungiert. Dann gibt es so ein Wasserungeheuer. Da musste ich an Quatermain denken. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil. Dabei gab es auch so ein Wassermonster wie so eine Falle bei Indiana Jones. Ja, Arnold kommt immer aus dem Nichts. Ursprünglich hieß es, Arnold soll nur eine Nebenrolle spielen. Aber er wurde dann einfach in den ganzen Film eingebaut. Und ja, es ist immer irgendwie, oh, Schwertkampf, irgendwelche Baddies und dann wird gekämpft, scheint aussichtslos und dann kommt Arnold Schwarzenegger aus dem Nichts und fightet mit.
Diese Szene mit diesem Seeungeheuer, die ging so lange. Es ist wirklich krass, wie lange Arnold auch allein mit diesem Viech kämpft. Das ist wirklich lächerlich. Super langweilig. Und wie oft dieser Junge beim Kämpfen, ah ja, sagt. Da kann man echt ein Trinkspiel machen. Also der sagt safe so 200 Mal in dem Film, ah ja, ah ja. Ja, hier noch bei der Ausstattung von dem Thronsaal von der bösen Königin fand ich ein bisschen lächerlich. Die Skelette, die so golden besprüht waren und dann so schwarzen Tüll über dem Kopf hatten. Das hat so billig gewirkt. Hätte man die lieber komplett weggelassen, wäre es besser gewesen. Also wirklich mal ausnahmsweise kein so guter Film. Aber hat auch Spaß gemacht, mal einen nicht so guten Film anzuschauen. Muss ja auch mal sein. Um den, ja, wie sagt man, wie beim Wein verkosten muss man auch manchmal mit Wasser vielleicht zwischenspülen, damit man wieder den neuen Geschmack besser aufnehmen kann. Ja gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Review.